Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Memoria, das schwarze Auge. Wir haben gerade die Thulamiden gefunden, den Fahi und seine Tochter. Aber wir müssen irgendwie mit Bredas Hilfe jetzt gucken, dass seine Tochter auch zu ihm kommt. Und wir schauen mal, was in diesem Zelt abgeht. Sie ist so, wie ich sie vor 2 Tagen zurückgelassen habe. Über die Zeltwand, ja. Das ist ja ein Ding. Schneid doch mal auf. Ich mache nur einen kleinen Riss. Das hatte ich auch vor. Ja, und jetzt reingucken, Junge. Das kann nicht dein Ernst sein. Das entspricht nicht der hohen Kunst der Strategie, wie ich sie dich gelehrt habe. Wenn ich es nicht besser wüsste, müsste ich glauben, du hieltest uns absichtlich auf. Aber was ist, wenn sie wirklich einen Dämon beschworen haben? Dämonen sind chaotische Wesen. Sie handeln nicht nach unseren Regeln. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Nun gut. Aber sei dir bewusst, du wandelst auf einem sehr schmalen Grat. Ich habe dir die Befehlsgewalt aus purem Vertrauen in deine Fähigkeiten übertragen. Ich kann sie dir jederzeit wieder wegnehmen. Die Zukunft unseres Königreichs steht auf dem Spiel. Als ob dieses stinkende Loch je eine Zukunft hatte. Dies ist deine letzte Chance. Wie lautet dein nächster Befehl? Ich muss ihr irgendwie ein Zeichen geben. No kidding, aber wie kann ich das machen? Mit der Lampe? Spanne den Bogen ja nicht zu weit. Die Situation ist folgende. Wir haben keinen Überblick über die nördlichen Wälder. Gleichzeitig dürfen wir uns nicht zu weit von der Stadt entfernen und deren Schutz gefährden. Ich bin dafür, einzelne Spähtrupps vorzuschicken. Andraus Gruppe soll aus der Region nördlich der Steine abrücken und Richtung Steineichenwald aufbrechen. Das würde eine Schneise in unsere Aufstellung schlagen. Man könnte sich leichter an uns vorbeischleichen. Aber die Stadt wäre gesichert. Es herrscht viel Angst und Wut in den Truppen. Wir dürfen nicht kopflos unsere Sicherheit aufs Spiel setzen. Gut. Ich werde den Befehl geben. Aber wenn ich merke, dass das ein gezielter Verwirrungsversuch war, dann gnaden dir die Götter. Wir sprechen dann von Hochverrat. Ich möchte deinen Kopf nicht unter einem Beil wiedersehen. Keine Sorge. So weit wird es nicht kommen. Das hoffe ich. Das hoffe ich, dass es so weit nicht kommt. Geron, warte! Es tut mir leid, dass ich dir so viel Ärger bereite. Ach, Unsinn. Wir haben ein Problem. Ein zweiter Suchtrupp soll Richtung Wasserfall aufbrechen. Ich soll ihn leiten. Verdammt! Fahi ist dort. Ja. Ich werde versuchen, sie vom Weg abzubringen. Aber das wird nicht leicht. Haltet euch ruhig. Ich kümmere mich um den Rest. Nicht ganz so spannend wie in der gorischen Wüste, aber immerhin. Wir sehen uns. Ich finde schon. Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Ich finde es schon ziemlich spannend. Wüsste mal gern, was da jetzt draus wird. Und wir werden es erleben. Ja, da sind wir schon. Ich muss sagen, Giacomo hat nicht zu viel versprochen. Du bist ein wahrer Held, Geron. Ich stehe tief in deiner Schuld. Freu dich nicht zu früh. Noch ist Bredas Suchtrupp in der Nähe. Wir müssen vorsichtig sein. Wenn die Nacht rum ist, werden wir Andergast verlassen. Viel zu kaltes Wetter. Und die Leute haben keine Ahnung von Gastfreundschaft. Aber was ist mit unserem Abkommen? Das ist geplatzt. Was? Ich meine damit, du musst das Rätsel nicht mehr lösen. Du hast meine Tochter gerettet. Das ist mehr, als ich jemals von dir verlangt habe. Heißt das, du wirst Nuri zurückverwandeln? Ja, das heißt, nein, nicht ich werde es tun, sondern er. Oh nein. Keine Angst, er ist ein Freund. Salam, Geron. Ich denke, die Zeit des Versteckspielens ist nun rum. Wer bist du? Oh, das ahnst du doch schon längst, nicht wahr? Einst ein Mensch, dann ein Zauberstab und inzwischen irgendwie beides. Ich sehe schlimm aus, aber bei weitem nicht so schlimm wie die Dinge, die ich gesehen habe. Warum bist du hier in Andergast? Was suchst du hier? Um das zu verstehen, musst du wissen, wie Satyas Geschichte zu Ende ging. Also bald. Ich fürchte, Geron ist raus aus unserem Geschäft. Wirklich? Schade. Ich kann mir vorstellen, du hast eine Menge Fragen, richtig? Ja. Okay, wo fangen wir an? Du hast all die Menschen versteinert. Richtig. Fahi und ich haben ein Abkommen. Er hilft mir, das Rätsel zu lösen,
und ich beschütze ihn vor unfreundlichem Gesindel. Diesen grauhaarigen Magister dagegen habe ich aus reinem Selbstschutz versteinert. Er hatte den Rubin meiner Prinzessin geraubt. Ich wollte ihn zurück. Wieso lebst du so lange? Auch in dieser Form bin ich noch immer ein unzerstörbarer Zauberstab. Zeit allein wird mich nicht töten. Und ich hatte sehr viel Zeit in meinem Leben, in der mich niemand töten wollte. Geschweige denn wusste, dass ich überhaupt existiere. Was hat es mit Sadias Geschichte auf sich? Warum träume ich davon? Es gibt ein Loch am Ende ihrer Geschichte. Und Fahi hilft mir, es zu füllen. Ihre Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und ich bin hier, um das zu ändern. Die Träume sind nicht Sadias Erinnerungen, es sind deine. Sehr richtig. Daher konnte ich auch nie zeigen, was in Draconia geschah. Ich lag dort ja den lieben langen Tag auf einem Labortisch und blies Trübsal. Was ist so besonders an dem Rubin? Er war meiner Prinzessin heilig. Und damit auch mir. Zudem ist er der Schlüssel zur Maske. Wir könnten ihn noch brauchen. Ich habe genug von alledem. Ich will, dass du Nuri zurückverwandelst. Wieso kannst du das überhaupt? Ich habe es in den Astralströmen in der gorischen Wüste gelernt. Sprich, wenn du bereit bist, und ich werde dir deinen Wunsch erfüllen. Ich bin bereit. Fehlt nur noch der Vogel. Stimmt. Ah. Nuri, du kommst gerade richtig. Wir haben es geschafft. Was denn? Der Stab. Ich meine, dieser Mann. Er war der Stab. Wie auch immer. Er wird dich wieder in eine Fee verwandeln. Wieso denn in eine Fee? Und wer bist du überhaupt? Oh nein. War schön, euch kennengelernt zu haben. Lebt wohl. Nuri! Nuri! Komm zurück! Habt ihr das gehört? Da ist jemand am Wasserfall. Geron, sie haben dich gehört. Ich werde mich darum kümmern. Nein, tut es nicht. Es sind schon zu viele Menschen versteinert worden. Du willst, dass wir alle sterben? Nein, ich... Nuri, macht irgendetwas, aber vermeidet ein Blutvergießen. Kein Blutvergießen und keine versteinerten Angreifer? Dein Wunsch ist mir Befehl. Wie? Das... Wir sind zu spät. Es wurden noch mehr verwandelt. Dort, in einer der Säulen, steckt der Ptolemide. Er versucht sich wohl zu verstecken. Zerschlagt ihn. Nein, das werdet ihr nicht. Breda? Ah! Geron, hörst du mich? Du bist jetzt sicher. Lass mich dir nun das letzte Kapitel in meiner und Sadias Reise zeigen. Es ist wichtig, dass du verstehst, was damals geschah. Dass du mich verstehst. 2 Tage, nachdem die fliegende Festung Draconia verlassen hatte, erreichten wir endlich das Schlachtfeld. Oder wie die Geweihten es am liebsten nannten, den Vorhof der Niederhöllen. Hier haben sie dich also hingebracht. Ich habe dich seit Tagen gesucht. Ah! Schon wieder ein Einschlag. Ich beeile mich besser. Okay, das habe ich nicht erwartet, dass das passiert. Wow. Also sammeln wir erstmal ein, was wir hier haben. Okay. Es ist fast stumpf. Zu nichts zu gebrauchen. Ich brauche etwas Besseres. Aber trotzdem hast du es eingepackt. Schwertscheide, Langschwert, Wurfstern. Ich könnte ihn verschieben. Aber wohin? Warum sollte ich den Ständer dorthin schieben? Ach so, nee, ich wollte die Ranke aufnehmen oder so. Habe ich die jetzt in der Tasche? Ah ja, okay. Er ist hinter dickem Glas. Okay, können wir das vielleicht kaputt machen oder auf so? Auf keinen Fall. Wenn der Schwebestein weiter beschädigt wird, stürzen wir ab. Ah ja, verstehe. Die Schwebekristalle halten die einzelnen Teile der Festung in der Luft. Einer der Einschläge hat ihn geschwächt. Wir hängen nun unter der Brücke zur Hauptfestung. Das ist ja blöd.
Aha. Sie ist fest verschlossen. Aber wir haben einen Streitkolben dafür bekommen. Das ist gerade irgendwie, keine Ahnung, sie sammelt immer mehr Waffen auf. Einschlagstelle? Der Spalt ist zu weit, um hinüberzuspringen. Und die Wand so hoch, um hinaufzuklettern. Das hatte ich mir fast gedacht. Er hängt zu weit oben. Ah, Moment, da haben wir aber doch was für. Da können wir noch den Streitkolben. Nein. Das ist es nicht, okay. Dann können wir vielleicht das Schwert und damit... Ich komme mit der Klinge nicht um die Ecken, um die Schlaufen durchzuschneiden. Also. Schade. Vielleicht mit dem Wurfstern. Ich sollte mich von dem Gedanken verabschieden. Wenn ich kämpfen will, brauche ich auch eine... Auch ein Schild, jawohl. Das wollte ich gar nicht drücken. Ich wollte... Mir fehlt die Vision. Mir fehlt die Vision. Der Ranke die vielleicht? Die Ranke ist zu kurz. Damit komme ich nicht bis nach oben. Vielleicht mit der Ranke, Moment, mit der Ranke vielleicht die Helle. Ranke ist zu kurz. Okay, das reicht nicht. Vitrine, da haben wir noch eine Hellebarde, da komme ich aber nicht dran, von oder? Von hier unten kommt. Ja. Also wir haben die Einschlagstelle, wir haben den Schild, Schwebekristall, Waffenständer, den ich irgendwo hinschieben könnte. Keine Ahnung, was mir das bringen soll. Vielleicht kann ich irgendwas hier drüber legen. Die Schwertscheide ist gerade zu kurz. Sie reicht nicht bis ans andere Ende. Hier ist ein feindliches Geschoss eingeschlagen. Gut. Die Schwertscheide ist also zu kurz. Vielleicht der Streitkolben? Der Streitkolben alleine ist zu kurz, um den Spalt zu überbrücken. Okay. Das heißt, ich muss irgendwelche Sachen kombinieren? Vielleicht... Hä? Nein. Nein. Eine seltsame aber vielleicht erreiche ich damit... Ah, guck mal, es hat funktioniert. Langschwert mit Wurfstern. Ach, was. Von hier unten komme ich nicht dran. Aber, hä? Ich hab doch hier... Moment. Gefährliche Konstruktion. Moment, kann ich da vielleicht die Schwertscheide? Die Schwertscheide ist gerade zu kurz. Sie... Ah, okay, das reicht also noch nicht. Mit dem Wurfstern passt das Schwert nicht mehr in die Scheide. Muss es aber auch nicht mehr. Okay, da macht's Pling, aber... Mehr auch nicht. Vielleicht kann ich jetzt damit... Moment. Damit den Schild runterholen. Aha. Ah. Schau mal. Ein Schild. Er ist schwerer, als er aussieht. Und damit kann ich jetzt... Ja, auch Pling machen. Aber den Schild kann ich doch bestimmt da drüber legen und das dann als Brücke benutzen, oder? Eine Stütze allein wird den Schild nicht tragen können. Ach du Scheiße. Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Der Streitkolben alleine ist zu kurz, um den Spalt zu überbrücken. Es ist immer noch... Ah, nein, nein, Moment. Das und das... Es ist nicht so gedacht, aber es geht. Ah, es geht. Wunderbar. So, und jetzt den Schild drüber. Und reicht das? Nein, Moment. Es soll schon da bleiben. Aha. Ah, verstehe. So war das gedacht. Na gut, jetzt können wir uns noch die Hellebarde nehmen. Hoffe ich. Ja. Und damit die Vitrine kaputt schlagen. Das Glas ist zu dick. Ja, pass auf. Die Hellebarde lässt sich nicht gut genug schwingen. Die Hellebarde lässt sich nicht gut genug schwingen. Hast du dir mal zugehört, Frau? Das ist eine Hellebarde. Die lässt sich nicht gut genug schwingen, sagt sie. Ranke? Besser nicht. Nee. Kann ich mit der Ranke irgendwas anderes? Nein. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Eine Glasvitrine mit einem Schwert. Es sieht sehr, sehr mächtig aus. Ja, ich fürchte, das Schwert brauche ich. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich gehe nochmal nach unten. Versuche mal mit der Hellebarde jetzt... diesen Schrank hier aufzumachen. Nein, ha, Moment. Okay, ich versuche das erstmal, aber ich habe noch eine andere Idee. Geht nicht. Geht nicht. Ich brauche mehr Gewicht, um den Schrank aufzustemmen. Aha. Moment. Ja. Ich könnte ihn verschieben. Aber wohin? Weiß ich nicht. Warum sollte ich den Ständer dorthin schieben? Weiß ich nicht. Ich versuche doch nur, ich probiere doch nur Sachen aus. Okay, ich brauche also das hier, diesen Waffenständer als Hebel, um damit irgendwie die Waffenschranktür aufzumachen, wenn ich das richtig sehe. Okay, Moment, ich wollte aber nochmal nach oben.
dachte, vielleicht kann ich auch mit der Hellebarde die Sachen von da unten hochangeln. Hellebarden sind doch dafür bekannt, sehr lang zu sein. Ne, okay, das geht schon mal gar nicht. Okay, also wir müssen irgendwie... Ich will jetzt noch den Waffenständer irgendwie verschieben. Das muss doch irgendwie möglich sein. Ich könnte ihn... Nach hier. Warum sollte ich denn... Och, Frau, frag doch nicht solche Sachen. Warum sollte ich... Das Gewicht des Ständers könnte vielleicht den Schrank aufreißen. Aber ich habe nur eine Gelegenheit, es auszuprobieren. Ich muss sicher gehen, dass der Ständer so schwer ist wie nur möglich. Ah, okay, jetzt habe ich verstanden. Okay, die Ranke. Ich binde ein Ende an den Waffenständer. Und das andere Ende an den Waffenschrank. Sie ist fest verschlossen. Die Ranke sollst du da festbinden. Das andere Ende kommt an den Schrank. So, und dann machen wir das Ding noch schwer. So, Moment. Nein, Moment. Ah, shit. Nein, das wollte ich gar nicht. Verdammt. Er ist... Ich habe gedacht, dass ich den Kram da auch noch reinstelle, aber den brauche ich ja danach, nachher, um da wieder hochzukommen. Okay, deswegen schieben wir es... Ich könnte ihn verschieben. Aber wohin? Nach draußen. Das Gewicht des Ständers könnte vielleicht den Schrank aufreißen. Ja. Aber ich habe nur eine Gelegenheit, es auszuprobieren. Ich muss sicher gehen, dass der Ständer so Och, Mann. Ja, dann bleibt mir nichts übrig. Dann muss ich den anderen Kram hier auch noch wegnehmen. Dann muss ich nachher gucken, dass ich da irgendwie anders hochkomme. Okay, dann stopfen wir den ganzen Quatsch mal in den Waffenständer. Dann müsste es ja eigentlich reichen, aber viel mehr habe ich ja nicht. Ich baue das Ding vorher auseinander. Von mir aus. Bau du auseinander, soll mir recht sein. Das Schwert. Und den Schild. Und die Scheide vielleicht auch noch. Ohne zugehöriges Schwert macht das keinen Sinn. Hä? Moment. Schwertscheide? Mit dem Wurfstern passt das Schwert nicht mehr in die Scheide. Hä? Ach so. Moment, Waffenständer. Ohne zugehöriges Schwert. Okay, dann behalten wir den. Ich könnte ihn... Ja, dahin. Das Gewicht des Ständers, aber ich muss sicher... Ja, aber was soll ich denn noch machen? Langschwert, Mann, Hellebarde, Streitkolben. Ja, viel mehr habe ich nicht. Brauche ich das Schwert? Das kann doch nicht sein, dass ich das Schwert dann noch brauche, oder? Geht nicht. Oh Mann. Mit dem Wurfstern. Ohne zugehörig. Nein, ich wollte eigentlich. Das passt nun wirklich. Ah, okay, Moment. Ich nehme mir nochmal das Schwert. Und. Ein langes, solides, aber nicht sehr scharfes Schwert. Mit einem Wurfstern an der Spitze. Ja, genau, den wollte ich loswerden. Mit dem Wurfstern passt das Schwert. Das geht nicht. Ich darf mein Ziel nicht... Langschwert mit Wurfstern. Ich würde gerne die Schwertscheide da mit dranhängen, aber ich bezweifle, dass das genug Gewicht dann ist. Mann. Okay, vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Die Ranke haben wir festgebunden. Der Schwebekristall. Was ist denn mit dem Schwebekristall? Naja gut, der muss da bleiben, weil sonst das ganze Ding abstürzt. Ha, okay. Ich bin nicht gerade ein bisschen... Bisschen überfragt. Ohne Zuge. Ich könnte ihn verschieben. Nein, das meine ich gar nicht. Ich wollte die Schwertscheide. Ohne Zugehör. Das will sie einfach nicht. Komm, nimm dir nochmal das Schwert. Und dann erst die Schwertscheide. Ohne Zugehör. Er steht los. Es ist Platz für. Es ist Platz für was? Ich. Warum sollte. Er steht lose. Es ist Platz für 4 Waffen und einen Schild. Okay, 1, 2. Den Streitkolben haben wir schon drin. Sind 3. Ich fürchte, ich brauche das Schwert da oben. Aber ich bekomme das Schwert nur. Scheiße. Wow. Okay, Streitkolben. Keine der Waffen ist lang genug, um von hier aus dort ranzukommen. Keine der Waffen. Das hat sie gleich nochmal betont. Das bringt mich nicht weit. Oh Mann, Es ist nicht so gedacht, aber es geht.
Okay, also ich kann das auseinander und wieder zusammenbauen. Verlängerter Kolben. No pun intended. So, jetzt komme ich noch immer nicht nach oben. Eine Stütze allein wird... Das ist genau das Problem. Vielleicht die Hellebarde? Ich vertausche die Waffen. Ah, guck mal. Ach so, jetzt verstehe ich, was ihr von mir wollt. Jetzt verstehe ich das. Jetzt habe ich nämlich den Streitkolben. Und kann vielleicht damit diese Vitrine da oben einschlagen. Verstehe. Hoffentlich klappt das jetzt auch. Ich baue das Ding vorher auseinander. Jo, dann mach das. Ah, und ich dachte, ich brauche das Schwert. Also, ja, ich brauchte das Schwert, aber ich dachte irgendwie zum Kämpfen oder so. Nicht um nur mehr Gewicht zu haben. Sah ja halt auch irgendwie mächtig aus, das Schwert. So, jetzt schnappen wir uns den Shit wieder. Die Hellebarde und das Schwert. Und dann packen wir das Ganze hier in den Waffenständer, damit der ordentlich schwer wird. Warte mal, nee, stopp, stopp, stopp. Es sieht sehr mächtig und sehr, sehr schwer aus. Okay, der schwere Teil scheint hier nur interessant zu sein. Ich hätte auch gerne ein mächtiges Schwert gehabt, ganz ehrlich, aber gut. Machst du nix, das ist nur fürs Gewicht anscheinend. So, zwei Waffen. Drei Waffen. Das Schwert. Ach, guck mal, die Schwertscheide ist jetzt auch verschwunden. So, wenn der nicht schwer ist, dann weiß ich es nicht. Ein Traum. Jetzt kann ich die Sache noch gar nicht mehr rausholen. Okay. Dann schmeißen wir das Ding mal runter und hoffen das Beste. In der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.